Ja, Leute, hier seht ihr, wie ich mit meinem Handkettenzug die Kabine hochhebe. Diesmal klappt es wesentlich besser, da ich die schön gleichmäßig an allen vier Ecken aufgehangen habe. Und diesmal werden wir das Ganze auch andersrum versuchen. Und zwar die Kabine so aufzusetzen, dass ich den Truck rückwärts in die Scheune fahren muss. Nochmal kurz nachgemessen. Da sieht man schon, der Truck ist drunter gefahren. Jetzt wird der Rest abgelassen. Und wo wir dann ein paar Probleme hatten, das war dabei die hinteren Leitungen, das heißt die Gummileitungen von der Kupplung und von der Bremse. Das ist da, wo es vorgesehen ist, wo das Führer-Fahrerhaus nach hinten gekippt werden kann. Und zwar sind diese Leitungen aus Gummi, ein Zwischenstück, damit man das halt ohne Probleme kippen kann. Und das ist ziemlich fummelig, die da reinzukriegen in das Gewinde. Hat nach einer gewissen Zeit aber ganz gut funktioniert. Ja, hier sieht man den nächsten Zeitraffer und zwar habe ich hier die Kotflügel aufgebaut. Man sieht schon rechts im Bild, die bekommen jetzt, sind grundiert, geschliffen, nass geschliffen und die bekommen jetzt RAL 3000. Ich habe erst die Innenseite lackiert. Entschuldigung, habe erst die Innenseite lackiert, um anschließend die Teile einen Tag trocknen zu lassen und dann habe ich einen Tag später die Außenseite lackiert. Dazu seht ihr gleich nochmal, was mir da passiert ist. Das ist nicht ganz so glatt gelaufen, aber ich glaube, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Gang durch. RAL 3000, erstmal von unten, da hinten sind die Seitendeckel. Jo, jetzt lüften die Teile kurz ab, 5 Minuten und dann gibt es die zweite Schicht Farbe. Jo, da bin ich wieder. Letzter Lackiergang in Rot durchgemacht. Erstmal die Teile von innen, die Kotflügel lackiert und die Abdeckbleche, die zwischen die Trittstufen kommen, von außen, also die, sprich die Sichtseite. Da habe ich schön drei Schichten draufgelegt an Farbe. Und jetzt ist es so, dass ich die schön durchtrocknen lasse bis heute Nachmittag. Mal gucken, vielleicht auch bis morgen, aber ich will mal gucken, wie es temperaturmäßig wird. Vielleicht kann ich die heute Nachmittag auch schon rumdrehen, aber dazu lasse ich sie erstmal richtig trocknen. So, jetzt zeige ich es euch mal ganz kurz. Jetzt sieht man das Ganze. Die zwei Bleche sind gut geworden. Glänzen wie Sau. Und hier die zwei Trittstufen
Trittstufen, Schrägstrich, Kotflügel. Von innen schön drei Schichten drauf gemacht. So, dass es halt ordentlich deckt und dass es nicht gleich, wenn mal ein Steinchen gegenfliegt, dass gleich die Farbe abplatzt. Ja, sind ganz gut geworden, finde ich. Wie gesagt, die lassen wir jetzt so liegen bis heute Nachmittag. Und dann gucken wir mal, ob wir die ganze Sache drehen können und vielleicht sogar heute schon die letzte Schicht hier dann von außen machen können, sprich die Sichtseite von den Kotflügeln. Ja, dass die ganze ein bisschen verbeult sind. Das gibt auch so ein bisschen Used-Look. Und ich meine, klar, jetzt am Anfang ist das komisch auch so frisch lackiert, aber ich sag mal, man muss hier nicht alles immer gleich neu machen. Vielleicht bei Gelegenheit mal einen Kotflügel links, mal einen rechts austauschen. Aber so für meine Ansprüche sind die auf jeden Fall noch vollkommen ausreichend. So Leute, einmal ein Fail. Die beiden Teile sind top. Glänzen wie eine Speckschwarte. Viel zu neu für den Schlepper. Hier ist es so, dass ich hier extreme Schatten hatte und hier so eine risselige, grisselige Oberfläche. Und da habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das mit so einem Schleifschwamm, ganz feine Körnung, nochmal runterzuschleifen und den einen hier nochmal frisch und neu nochmal rot zu machen. Also, doch noch nicht ganz fertig. Die Teile gehen vielleicht heute Abend noch dran. Schauen wir mal. Bis später. Jetzt mehrfach gespachtelt und geschliffen. Sieht ganz gut aus. Hier vorne war noch eine Ecke, die dann nochmal rausgekommen ist. Da hat auch schon mal jemand gespachtelt, aber nicht so schön. Deswegen haben wir die ganze Ecke nochmal neu gemacht. Und die wird im nächsten Video dann lackiert und zusammengebaut. Ja, so ist momentan der Stand der Dinge. Scheiben sind drin mit Keder. Das ist drin. Also sprich, wenn ich jetzt die Kotflügel anbaue, sind schon mal die Auftritte wieder da. Spiegel sind dran. Auf die Frontscheibe warte ich noch. Ich hatte ein kleines Problem, die wollte mir jemand einziehen und leider Gottes ist da die Frontscheibe bei kaputt gegangen. Jetzt warte ich da auf eine Lieferung von einer neuen und dann kommt auch die Frontscheibe rein. Eine Woche noch, dann geht's zum TÜV. So Leute, auf geht's in das letzte Lackiergefecht. Jetzt wird erst grundiert, drei Schichten. Wird erst grundiert, drei Schichten und dann wird das Ganze morgen in RAL 3000, sage ich schon, in Kieselgrau natürlich lackiert. Ich hoffe, dass das zumindest habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Spachteln, Schleifen, weil die Haube habe ich wirklich 5 oder 6 oder 7 Mal immer wieder gespachtelt, geschliffen, um das Beste rauszuholen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder mal mit. So, jetzt hatte ich mich doch dazu entschlossen, heute Morgen nochmal hier die Ecken so ein bisschen zu spachteln. Da waren noch so harte Übergänge. Und ich habe das Ganze jetzt nochmal mit 800er Nassschleifpapier schön angeschliffen. Schön mit viel Wasser. Und ich denke, hier vorne die Ecke habe ich auch nochmal ein bisschen gemacht. Ich denke mir, das kann sich jetzt auf jeden Fall sehen lassen. Und jetzt geht's los mit der Farbe. Oh Mann, Katastrophe. Das ist jetzt übrigens für das MB-Track-Video. Ich war jetzt gerade bei der Werkstatt, die mir die Frontscheibe einziehen wollte in den Rahmen. Kurze Story dazu, da habe ich vor 3 Wochen meinen Rahmen und meine Scheibe hingebracht. Dann ist leider Gottes Malheur passiert und die Scheibe ist zerbrochen in 1000 Fetzen, natürlich klar, Sicherheitsglas. Die konnte man danach noch zusammenkehren. Wir haben es versucht mit Kleben, keine Chance. Nein, war natürlich nur ein Scherz. Neue Scheibe bestellt. Corona. Dank Corona dauert das Ganze 2,5 Wochen für so eine beschissene Frontscheibe. Naja, immerhin, jetzt ist sie da. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich am Montag... Jetzt geht's weiter, einmal runtergefallen. Nein, jetzt ist es so, dass ich eigentlich... Am Montag, heute ist Samstag, ist eigentlich am Montagmorgen von der Werkstatt auch die rote Nummer gehabt hätte, um zur Dekra zu fahren. Jetzt hat er aber die Scheibe nicht so gut oder nicht reinbekommen und jetzt haben wir nochmal besprochen, wie er das machen kann. Das ist halt ein Endlosgummi, das muss an den Ecken
auf Stoß geschnitten werden und dann hinterher mache ich das Ganze, werden die Ecken, damit da nicht Feuchtigkeit reinkommt, werden die Ecken nachher mit Gummikleber verklebt. Ja, jetzt muss ich gucken, der macht die jetzt Montagmorgen rein und dann telefoniere ich mit der Werkstatt und dann entweder fahre ich dann noch gleich zur Dekra. Ist alles genau getimt. Montag Dekra, naja, jetzt wahrscheinlich dann doch erst am Dienstag Dekra. Und am Mittwochmorgen 8 Uhr Zulassungsstelle und den Termin muss ich auch wahrnehmen, weil am Mittwochmorgen, oder den Termin habe ich vor, ich glaube, 4 Wochen online gemacht und wenn ich jetzt einen Termin haben will auf der Zulassungsstelle, fail, Corona fail. Ja, so, und ich habe eigentlich nicht Lust, nochmal 4 Wochen zu warten. Aber nichtsdestotrotz denke ich, das wird eine absolute Punktlandung und es wird hoffentlich alles gut gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das Schöne an der ganzen Sache ist, ich hätte es wirklich bis zum ersten Schleppertreffen Vatertag geschafft. Vatertag ist in der Woche. Und wir wollten eigentlich jetzt dann die kommende Woche, Mittwochmorgen, bin ich auf der Zulassungsstelle und Mittwochmittag wären wir losgefahren. Sind von uns so gute 3 Stunden Fahrt mit langsamem Schlepper dabei. Mit den Schleppern, die übrigens auch im Agrarvideo zu sehen sind, was ich hier oben mal verlinke. Der Fahrer und der David Brown, die wären alle mitgefahren. Und noch ein paar mehr und da wollten wir eigentlich auch ein paar schöne Videos machen und die Vorstellungen von den Schlepperfreunden Sörewald, auch von allen Schleppern hätte ich dann mal eine Vorstellung gemacht. Naja gut, das Treffen ist abgesagt, ist um 1 Jahr verschoben, weil die Kollegen machen nur alle 2 Jahre ein großes Treffen. Das ist halt relativ groß, da gab es vor 4 Jahren war der Weltrekordversuch. Gibt es ganz viele Berichte, Schleppertreffen Bad Wildungen, / Odershausen. Ganz viele Berichte. Hessen Fernsehen war damals riesengroß dabei. Ja, wer sich das mal angucken will, der muss das einfach nur bei YouTube eingeben und dann findet er da, denke ich, die ganzen alten Berichte. Und bei dem Rekordversuch war ich mit meinem IAC dabei. Da gab es, ja, den MB-Truck gab es schon, aber ich hatte ihn noch nicht. Und jetzt wäre dies ja das Ziel gewesen mit dem MB-Truck und ein Kumpel hätte von mir dem IAC gefahren. Naja gut, die haben jetzt gesagt, wir verschieben das Ganze um 1 Jahr, das heißt nächstes Jahr Himmelfahrt. Ist dann definitiv wieder Odershausen. Und dann müssen wir dieses Jahr noch gucken, was noch so anliegt. Also geplant ist eigentlich auf jeden Fall, das wäre cool, wenn das klappt, im September, ich glaube das erste Septemberwochenende Nordhorn. Ja, das ist ein weiter Weg, das sind 280 Kilometer. Da würde ich natürlich echt extrem viele Videos machen. Würde ich euch auch zeigen, wie die Fahrt dahin verläuft. Ich hoffe, dass ich überhaupt da ankomme. Aber das hängt noch von so ein paar Faktoren ab. Natürlich von Corona. Ob das denn dann wieder erlaubt ist, dass da so viele Leute zusammenkommen. Und es hängt auch noch davon ab, wann mein Junior seine Konfirmation nachfeiern kann, weil die wäre eigentlich auch schon gewesen, ist auch verschoben aufgrund von Corona. Und wenn das natürlich das Wochenende ist, dann geht das Ganze vor, zumal ja mein Junior auch mit mir dahin fahren wollte. Jo Leute, heute ist es soweit, alles gerade fertig gebaut, Papiere sind fertig, die roten Nummern sind dran. Und jetzt geht's zur Dekra, um das Gutachten zu machen, dass ich ein H-Kennzeichen bekomme. Vielleicht darf ich da was zeigen, muss ich mal nachfragen. Und ich nehme euch auf jeden Fall mit, melde mich gleich auf der Fahrt nochmal. Dann gucken wir mal weiter. Bis gleich. Das ist alles festhalten hier auf dem Bild. Die erste Fahrt. Über Bellarone hinaus. Ja, da melde ich mich wieder zurück. Neuer Tag, andere Klamotten, das seht ihr ja. Gestern war dann doch ein bisschen stressig alles und ein bisschen aufregend bei der Dekra. Hat aber alles gut geklappt und zwar ist das so, dass man, wenn man so einen Gutachten benötigt, das was ich jetzt hier vorliegen habe, bin gerade auf dem Weg zur Zulassungsstelle, muss man auch eine Hauptuntersuchung machen. Sprich komplett TÜV neu und dieses Gutachten, was ja auch in Ordnung ist, weil wenn man eh einmal dran ist und das Ganze kontrolliert, ist natürlich auch eine Preissache, ist nicht gerade billig die ganze Aktion. Aber lohnt sich im Nachhinein, weil ich ja eine ganze Ecke an Steuern spare.
Ja, jetzt bin ich auf dem Weg zur Zulassungsstelle. Ich habe alles dabei, die EVB-Nummer, mein reserviertes Kennzeichen. Und ja, ich melde mich dann, wenn ich das neue Kennzeichen in der Hand habe. Und dann stelle ich euch das auch mal vor. Bis später.